dir. Ich kann nicht schlafen. Nein, ich habe keinen Hunger. Ich mache mir Sorgen um Petri, weißt du? Freunde sollten nicht so böse zueinander sein. Oh, nein, nein, nein. Ich gehe jetzt unseren Petri suchen. Ich will alles wieder gut machen. Jawohl. Sierra, jetzt beruhige dich doch. Quitschi Quatschi, worauf warten wir noch? Wir könnten schon auf halbem Weg zu den rauchenden Bergen sein. Ja, mit dem halben großen Tal auf unseren Fersen. Warum sollten die uns denn verfolgen? Die Gören haben ihren Eltern erzählt, dass sie mich gesehen haben. Wenn wir überstürzt aufbrechen, könnten sie denken, dass wir was im Schilde führen. Aber genau so ist es doch auch. Nein, ich arbeite für das Allgemeinwohl. Meine Absichten sind ehrenhaft. Das haben sie nie richtig verstanden. Aber bald werde ich ihnen beweisen, was in mir steckt. Bis dahin müssen wir vorsichtig sein. Wir brechen mit den anderen Weitläufern auf, sobald die kleine helle Scheibe anfängt zu schrumpfen. Und dann holen wir uns den Stein des kalten Feuers, ja? Ja. Und dann werde ich meinen rechtmäßigen Platz als Leittier der Herde einnehmen. Und ich werde über das schönste, fruchtbarste Land der Welt herrschen. Das große Tal. Oh, nein, nein, nein. Das muss ich Littlefoot sagen. Etwas spät für einen Spaziergang, was? Hey, was war das? Seht euch mal diesen kleinen Spion an. Tja, also, das zwingt mich, eine klitzekleine Änderung in unserem Flugplan vorzunehmen. Was ist los? Schafzähne! Was? Wo sie fliegt hin? Das wissen wohl nur dein Onkel und die anderen beiden Flieger. Du nicht richtig! Pterano würde niemals... Nein, Petri, er hat recht. Pterano ist der Übeltäter. Nein. Hey, pass auf, wo du langfliegst. Die Kleine ist schwer wie ein Stein. Du kannst sie ja von mir aus tragen. Halt! Onkel, sag bösen Flieger, er Ducky loslassen! Nein, Petri, du sagst den anderen, sie sollen uns nicht verfolgen, dann passiert dem Schwimmer auch nichts. Ich nicht verstehe, warum du das tun! Das geht dich gar nichts an und jetzt verzieh dich, du Nervensäge! Oh, Petri! Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann ist es rohe Gewalt. Und warum schlägst du mich dann? Es gibt etwas, das ich noch viel weniger ausstehen kann. Und das sind dämliche Fragen. Oh. Einer von euch Fliegern hat meine Tochter entführt und ich will sie wiederhaben, bevor... Nur keine Angst. Mein Cousin mag ja viele Fehler haben, aber er würde nie zulassen, dass ihr etwas zustößt. Ha, wir konnten ihm früher nicht trauen und jetzt erst recht nicht. Und warum hat mir niemand erzählt, dass Pterano mit dem Kleinen gesprochen hat?
Sera? Ich dachte, du wärst verärgert. Verärgert? Verärgert? Ich bin doch nicht verärgert. Ich bin stinkesauer! Du kannst den Kindern keinen Vorwurf machen, Dreihorn. Sie wussten nicht, dass Petranu so gefährlich ist. Sie waren doch gar nicht bei uns, als das alles geschehen ist. Was ist denn damals passiert? Warum tut ihr so geheimnisvoll? Littlefoot hat recht. Tut mir leid, ich weiß, das ist schmerzhaft für dich. Es wird Zeit, dass sie die ganze Wahrheit erfahren. Also, alles begann nicht lange, nachdem ihr Kleinen durch das große Erdrütteln von uns getrennt wurdet. Wir waren unterwegs, um das große Tal zu finden. Damals wie heute haben wir unsere Entscheidungen als Gruppe getroffen und in wichtigen Dingen immer abgestimmt. Aber Petranu wollte nicht nur ein Mitglied der Herde sein, er wollte sie anführen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund glaubte er immer, er wüsste mehr als wir anderen. Vielleicht er weiß mehr, weil er fliegt so hoch und Dinge gesehen, die andere nicht können sehen. Wie auch immer. Jedenfalls glaubt ein Teil der Herde seinen Worten. Und schon bald führte er sie von uns weg. Sie vertrauten ihm. Sie dachten, er könnte jedes Problem lösen und würde sie niemals in die Irre führen. Aber damit lagen sie falsch. Nie gesagt, wie es passiert ist. Nur, dass es nicht seine Schuld war. Keinen der anderen haben wir jemals wiedergesehen. Aber eher richtig, nicht seine Schuld, dass andere nicht wissen, wie wegfliegen können. Wie auch immer, dass sie in so große Gefahr gerieten, lag ganz allein an ihm. Wer eine Herde führt, der ist auch dafür verantwortlich, wenn etwas schiefläuft. Das ist nun mal so. Aber nicht Petranu, oh nein. Er hatte ständig was anderes erzählt. Er hat gelogen und uns betrogen und... Hör auf, das reicht. Wir wissen alle, was damals passiert ist. Aber jetzt geht es um meine Ducky, das ist wichtiger. Ah, du hast recht. Das sehe ich ganz genauso. Littlefoot, du musst uns genau beschreiben, wo wir diesen fliegenden Stein finden können. Oh, fang doch nicht schon wieder mit diesem Unsinn an. Ob ich nun glaube, dass es den Stein des kalten Feuers gibt oder nicht, ist unwichtig. Aber sie werden genau dahin gehen. Hab ich recht? Mhm. Nur zu. Sag's uns. Ich hab ihnen doch gesagt, wo der fliegende Stein ist. Warum gehen sie nicht dahin? Oh, das alles ganz allein meine Schuld. Tja, das kann man wohl laut sagen. Leise reichen auch, will gar nicht hören. Ich fühle nur noch mieslicher. Und zwar völlig zu Recht, mein Freund. Wir können nicht länger warten. Dann müssen wir Ducky eben selbst retten. Hast du sie nicht mehr alle? Die Erwachsenen haben gesagt, die rauchenden Berge sind für uns verboten. Ja, sie sehr böse, wenn wir dahin gehen. Bis sie mit ihrer Diskussion fertig sind, sind wir schon wieder zurück. Das werden die nicht mal merken. Gut und schön. Selbst wenn ihr diese Flieger einholt, was wollt ihr denn machen? Das weiß ich auch nicht. Aber Großvater hat gesagt, ich soll meinem Instinkt trauen. Und mein Instinkt sagt mir, dass wir etwas tun müssen. Oh, Ducky. Ja, wir retten sie. Warte auf uns, Spike. Wir kommen, Ducky.